Guten Mittag, Damen und Herren. Willkommen hier bei Modellbahnunion auf YouTube. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute mal wieder eine Produktvorstellung von der Firma Rocco. Und wie ihr am Anfang schon erkannt habt, wir werden heute niederländisch. Es geht in die Niederlande. Wir haben hier eine niederländische kleine Rangierlokomotive der Serie 200 bzw. 300. Die schauen wir uns gleich an. Es ist natürlich wieder die Variante Gleichstrom mit Sound. Da werden wir uns gleich das Vorbild ein wenig näher anschauen. Dann folgt das kleine süße Modell hier vor mir und dann geht's raus in die freie Wildbahn, hören uns die Soundsaufnahmen an, schauen uns die Fahreigenschaften an, schauen uns die elektrischen Kupplungen an, die das Modell mitbringt. Und zum Schluss kommt natürlich wieder mein obligatorisches Schlusswort. So legen wir los mit dem großen Vorbild und da sei direkt gesagt, ich habe leider nicht allzu viel gefunden, da es sich hier ja um eine doch sehr alte niederländische Diesellok handelt, habe ich jetzt wirklich nicht allzu viel gefunden. Ich habe was gefunden, aber wie gesagt, das ist nicht allzu viel. Ich persönlich weiß immer noch nicht ganz, wo da vorne und wo hinten ist. Die niederländischen Loks, finde ich, sehen alle sehr besonders und markant aus und wie gesagt, hier weiß man nicht irgendwie, ist das vorne, soll das hinten sein, hier ist ein kleiner Aufbau, also es ist wirklich sehr klein und knuffig, aber gut, nichtsdestotrotz, wir schauen uns das Ganze an. Wir haben hier eine Diesel-Lokomotive der Serie 200 bzw. 300, SIG der niederländischen Staatsbahn in gelb-grauer Farbgebung der Epoche 4. Die niederländische Staatsbahn, kurz NS, beschaffte die zweiachsige Verschub-Diesellokomotive in den Jahren 1934 bis 1951, also auch schon zu Kriegszeiten, beim Hersteller Werkspoor und eine Lieferserie davon sogar beim Hersteller CW Zwolle. Insgesamt wurden 169 Loks in einigen Serien und etwas unterschiedlicher Ausführung gebaut. Aufgrund ihres sehr markanten Auspuffsgeräuschs, und jetzt kommt das Lustigste an der ganzen Sache, haben sie einen Spitznamen weg, und zwar Siggen bzw. Sig, Singular für Ziege oder auch Meckerziege. Das finde ich sehr originell, die Sounds dazu hören wir uns natürlich gleich noch an, keine Sorge. Aber das auch sehr Interessante ist, was ich persönlich so noch überhaupt nicht konnte, und zwar ist, ich habe es gerade eben scherzhaft gesagt, ich weiß nicht, wo hier vorne und hinten ist, also hier vorne, beziehungsweise das hier ist definitiv vorne und das hier ist hinten. Und dieser Platz hier, diese große Freifläche, ist etwas ganz Besonderes, dazu kommen wir jetzt, nämlich 15 dieser Maschinen wurden mit beweglichen Kränen ausgeliefert. Nach der ursprünglich grünen Lackierung wurde später das gelb-graue Farbschema, was wir jetzt hier haben, angewandt. Die fleißigen Arbeitstierchen waren überall in den Niederlanden im unermüdlichen Einsatz und der Hälfte der 1990er Jahre, da kam es dann, dass das Schicksal den Loks zugetragen hat, dass sie da überwiegend fast alle ausgemustert wurden. Lediglich bei Museumsbahnen und einigen privaten Eisenbahnbetrieben in den Niederlanden finden diese Maschinen jetzt noch eine Heimat und sind dort noch im Einsatz. Das mit den Kränen, das ist wirklich sehr originell. Dazu gibt es sogar auch Modelle von Rocco, wo der Kran hinten montiert ist. Und ich finde, das ist wirklich etwas sehr Besonderes, denn es soll ja eigentlich nur eine Verschublok sein, um Waggons vom einen Gleis ins andere Gleis zu setzen. Dann, dass man daran noch einen Kran baut, womit man dann sozusagen so als Unimog vielleicht auch noch auf Baustellen arbeiten kann, mit einem Flachwagen dahinter, wo man den Aushub dann drauf ablädt. Also da, finde ich, haben die Niederländer wirklich eine sehr gute Idee gehabt, aber es ist leider so, dass auch diese Kranloks es leider heutzutage nicht mehr gibt. Schade, schade. Früher, wie gesagt, war sie in grüner Lackierung. Die gibt es auch als Modell. Dazu jetzt gleich beim Modell mehr. Heute, wie gesagt, beziehungsweise in den letzten Jahren, sind dann alle in den neuen niederländischen Farben umlackiert worden, in diesem Gelb-Grauen. So viel also zum Vorbild. Jetzt kommen wir jetzt schon zum kleinen Modell in 1:87. Angekommen beim kleinen Modell in 1:87. Wir haben hier eine kleine Diesellokomotive der Reihe 200 bzw. 300er, genauer die 337 laut Rocco-Verpackung. Wir haben hier eine Gleichstrom-Lok mit Sound mit der Artikelnummer 72012. Die Lok gibt es lediglich noch in Wechselstrom, auch mit der Artikelnummer 78012. Wir haben hier verbaut, und jetzt haltet euch fest, es ist wirklich Wahnsinn, was Rocco da alles wieder drin verbaut hat. Wir haben Spitzenbeleuchtung hinten wie vorne, allerdings nur zwei
vorne wie hinten. Das dritte Licht ist leider nur aus Kunststoff. Wir, also in LED, wir haben einen Sounddecoder verbaut, wir haben einen Energiespeicher verbaut, wir haben einen freistehenden Führerstand. Das heißt, die gesamte Technik ist hier im Unterbau bzw. hier im Vorbau eingelassen und das ist wirklich mit aufgrund des kleinen Platzes wirklich schon sehr beachtlich. Wir haben hier einen fünfpoligen Motor mit Schwungmasse. Wir haben, schauen wir uns die Lok von unten an, zwei Achsen. Wir haben hier die angetriebene Achse mit Haftreifen versehen, direkt zur Erhöhung der Zugkraft. Und wir haben hier vorne die Achse, die ist freilaufend. Darüber wird dann der Strom abgenommen. Wir haben hinten wie vorne eine Rocco werkseigene digitale Kupplung verbaut, die aber mit den Zurüstbeuteln problemlos austauschbar ist, wo dann eine ganz normale Kupplung eingesetzt werden kann. Wir haben hier in den Zurüstbeuteln einen Normschacht, den kann man relativ leicht einbauen und da drin kann man dann jede x-beliebige Kupplung reinsetzen, die man haben möchte. Dann haben wir noch ein anderes kleines Zurüstbeutelchen mit kleinen Antennen, die werden auch aufgesteckt und das war's. Was aber auch hier drin ist, und das fand ich auch sehr originell, es sind Gewichte. Das sind diese beiden Brocken hier, die sich jetzt hier relativ über meinem Finger befinden. Das sind Gewichte, die in den Führerstand eingelassen werden können, um das Gewicht der Lok zu erhöhen, wenn man größere Lasten ziehen will. Ich habe es bisher noch bei keiner Lok erlebt, dass es sowas gibt. Das ist das erste Mal. Ich war erst ganz perplex. Ich denke so, was ist das? Habe dann hier in das Ersatzteilblatt geguckt und es sind tatsächlich Gewichte für den Führerstand. Dann haben wir hier auch noch Bremsschläuche, wenn man vorne den Vitrinenmodus herstellen möchte, sprich keine Kupplung, lange Bremsschläuche, lange Schraubenkupplung, dann kann man das also auch problemlos umsetzen. Ansonsten, wie gesagt, mit der Kupplung lässt es sich relativ leicht bewerkstelligen, die Waggons an- und auch wieder abzukuppeln. Es gibt die Lok auch in älteren Ausführungen mit Kran. Ich habe ja gerade eben beim großen Vorbild gesagt, dass es diese Lok halt auch damals mal mit Kran gab. Auch diese Variante gab es mal von Rocco, da habe ich mal recherchiert. Und zwar ist es die Gleichstrom-Variante mit Sound. Die Artikelnummer 72823 ist aber leider nicht mehr zu bekommen. Es ist halt eine alte Ausführung, aber für die, die es interessiert, auch wie gesagt, die Lok mit Kran gibt es. Wer nicht diese gelb-graue Lackierung haben möchte, da hat Rocco auch was im Angebot, nämlich diese Lok in der früheren grünen Lackierung. Das ist die Artikelnummer 72015 in Gleichstrom mit Sound. Einmal in Wechselstrom-Sound die 78015. Wir haben den Mindestradius hier bei der Lok mit R2, sprich 358 mm. Aber ich denke mal, auch mit der kleinen süßen Lok wird kein Radius ein Problem sein. Was gibt es sonst noch? Es gibt wieder sehr viele feinst angesetzte Teile, wie zum Beispiel Griffstangen und auch hier oben das Rundumlicht, was auch in der Realität an der Lok ist und dann halt auch zeigt, dass die Lok gerade am Arbeiten ist. Wir haben hier die gesamte Mechanik auch an der Seite wirklich sehr gut umgesetzt und ich finde, alles in allem ist es wirklich sehr gut gelungen, das Modell. Wie die Sounds sich dazu anhören, die Fahreigenschaften, was mit der Kupplung so alles möglich ist, das schauen wir uns jetzt einmal an. Wir gehen nämlich in die freie Wildbahn und dann sehen wir uns gleich nochmal mit meinem Schlusswort.
Das war sie also, unsere Meckerziege, und ich hoffe, es hat euch gefallen. Sollten eurerseits Fragen offen sein, gerne ein Kommentar unter das Video oder direkt eine E-Mail an uns, und alle Links, alle Artikelnummern zu der Lok findet ihr natürlich ebenfalls in der Videobeschreibung. Solltet ihr die Lok jetzt haben wollen, kein Problem, einfach auf unseren Webshop gehen und euch die Lok unter den Nagel reißen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.